Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie können Sie sich entgiften nach einem speziellen Phänomen, wenn Sie narzisstisch verseucht worden sind, wenn Sie narzisstisch manipuliert worden sind und in einer narzisstischen Beziehung ganz viel Gehirnwäsche erfahren haben? Was gibt es da für Entgiftungsmaßnahmen? Detox ist in aller Munde, man kann auf unterschiedlichste Arten schauen, wie man sich entgiftet, aber ich möchte heute auf eine psychische Form der Entgiftung eingehen, nämlich wenn Sie von Ihren Einstellungen so vergiftet worden sind, so manipuliert worden sind, so verändert worden sind, wie Sie es vor einigen Jahren oder einigen Monaten, je nachdem wie lange die Beziehung gedauert hat und wie aktiv war, ja, sich überhaupt nicht so erlebt haben. Sie sind wie ein anderer Mensch geworden, durch einen narzisstischen Menschen, der sie wirklich nicht nur insgesamt vom Leben her verändert hat, sondern auch von Gedanken verändert hat, von den Gefühlen verändert hat, vom Empfinden verändert hat, von der Art, wie sie aufs Leben zugehen, verändert hat. Ich möchte zuerst mal auf die Gefühle eingehen. Ja? Ihre Gefühle sind nicht mehr so frei und nicht mehr so selbstverständlich und nicht mehr so natürlich, wenn sie... Sie hinterfragen jedes Gefühl, wenn Sie ein Gefühl wahrnehmen, wenn Sie etwas empfinden, hinterfragen Sie gleich, was hat das für Auswirkungen, auf was muss ich denn aufpassen, wenn ich ein Gefühl empfinde, wenn ich ein Gefühl vielleicht auch formuliere, wenn ich ein Gefühl auslebe, wie reagiert dann mein narzisstischer Partner? Und ich verändere tatsächlich meine Gefühlswahrnehmung durch die narzisstische Beziehung. Und jetzt, wenn ich jetzt heraus bin aus dieser narzisstischen Beziehung und ich merke, boah, ich traue mich gar nicht mehr zu fühlen, ich traue mich gar nicht mehr zu freuen, ich traue mich gar nicht mehr spontan zu sein, ich traue mich gar nicht mehr zu lachen, ich traue mich gar nicht mehr irgendwas, was bei Ihnen halt früher ganz normal war. Ich bin richtig gedrückt, ich bin richtig vorsichtig, ich bin richtig angsterfüllt, ich bin richtig zwanghaft, ja, alles Mögliche. Wenn das der Fall ist, erster Schritt, Sie erkennen es jetzt auch durch dieses Video, ja? Aha, stimmt, ich habe wirklich meine Gefühlswahrnehmung total verändert. Super. Zweiter Schritt, wie war es denn früher? Und dritter Schritt, wie hätte ich es denn gern wieder? Eh so wie früher oder bin ich eigentlich jetzt eh ganz zufrieden oder wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich hätte ich es gern so wie früher. Ich wäre wieder gern fröhlicher, wieder gern spontaner, wieder gern nicht so überlegt, nicht so vorsichtig, nicht so ängstlich. Ja. Und dann nehme ich mal die einzelnen Punkte her, vielleicht auch mit einem Fachmann und also mit einem Psychotherapeuten und gehe ganz konkret die Punkte durch, dass ich das wieder lerne, wie ich früher war. Dass das nämlich okay ist, wie ich früher gefühlt habe. Und dass das nicht gut ist, wie ich durch diesen Narzissten zu fühlen gelernt habe. Total wichtig. Das muss ich umlernen wieder, weil er hat es mir ja auch anders gelernt. Oder sie, die Narzisstin. Die hat wirklich mich gelehrt, anders zu ticken. Ich habe jetzt auch einen Patienten, ja, da ist die Frau so arg narzisstisch, ja, und so irrsinnig kontrollierend und so, also der hat überhaupt keine Chance, der Mann. Also der Pantoffelheld ist ein Hilfsausdruck. Ja? Also der traut sich wirklich nicht einmal atmen, ja? Nur auf Kommando darf er atmen. Und sie hat ganz einfach bei einem anderen Menschen einen Prozess, einen brutalen Prozess begleitet, ja? Anwältin, und hat ihm, also dem Partner, immer nur erzählt, was sie so tut und wie sie das so macht, ja, ganz süffisant, mit einem süffisanten Lächeln, ja. Und der Partner hat immer mehr Angst gekriegt, ja, der hat gemerkt, wie die den zerlegt, wie die sich total reinsteigert und wie die auch gewinnt bei Gericht, ja. Und der Partner ist immer kleiner geworden. Dabei war das gar nicht ihr Prozess, die hat nur jemand unterstützt. Und nicht einmal anwaltlich vertreten, sondern nur als befreundete Anwältin da eben geholfen und beraten, so von außen, ja. Also der braucht gar nichts mehr tun, weil er genau weiß, sobald er irgendeinen Schritt auf die Seite macht, kommt dasselbe wie das, was sie ihm jetzt da einfach vorgespielt hat und genüsslich erzählt hat. Ja? Und das hat sie schon mit System erzählt, um ihn einfach noch gefügiger und noch kleiner und noch mehr abhängig von sich zu machen.
Und das Ergebnis ist tatsächlich jetzt, dass er sich nichts traut. Der sitzt jetzt in der Therapie und sagt, Entschuldigung, aber ich greife da nichts an, das stehe ich nicht durch, das halte ich nicht aus, das packe ich nicht. Ja. Also gegen sie kann ich nichts machen. Ja. Ich kann nur schauen, wie ich mit ihr überlebe. Das sagen mir viele. Und dann sage ich, ja, sie sind noch immer schwer vergiftet. Ja. Also natürlich kann man in dieser Vergiftungswolke weiterhin bleiben und schauen, wie lange man das überlebt, bis man halt stirbt. Ja. Oder man kann versuchen, von dort sich vorsichtig zu entfernen, wenn es erlaubt wird. Ja. Und im Zweifelsfall muss ich halt flüchten in eine Nacht- und Nebelaktion, ja, weil so einfach komme ich aus dem Gefängnis nicht raus. Und er formuliert das auch. Ich bin wie in einem Gefängnis. Aber kein goldenes Gefängnis, ja, kein goldener Käfig, ja, sondern ein echtes Gefängnis. Da ist nichts mehr schön. Aber ich kann da gar nicht raus. Die Türen sind sogar offen, ja. Aber ich würde, das ist wie ein unsichtbarer, wie eine unsichtbare Videoüberwachung, ja. Da gehe ich nicht raus. Und jetzt muss man schauen, ob er therapeutisch sich traut, da seine Gefühle mal überhaupt anders denken zu trauen. Und dann, wenn er dann draußen ist, dann überhaupt zu schauen, was mache ich denn jetzt? Ja, ich bin ja wie lebensunfähig, ja, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich mein Leben starten soll ohne und leben soll ohne diese Kontrolle, diese ständige narzisstische Kontrolle. Gut, verstandesmäßig, Gehirnwäsche, ja. Der Narzisst schafft es, so mich verstandesmäßig zu verändern, dass ich auch nur noch so denke, wie ich weiß, dass der Narzisst will, der narzisstische Partner will, dass ich so denke, damit ich einen Frieden habe, damit ich als nicht-narzisstischer Partner, aber als Co-Abhängiger, bin ich praktisch immer, einen Frieden habe. Wie komme ich da? Ein Narzissten-Detox Hilfsmittel ist, dass ich mir wieder bewusst macht, die Gedanken sind frei. Zumindest die Gedanken sind frei. Ich kann schon denken, was ich will. Ich muss vielleicht was anderes tun, solange ich in dieser Beziehung leben will. Aber die Gedanken sind frei. So ein Glück. Und ich lasse mir meine Gedanken nicht verbieten, auch wenn ich weiß, dass ich sie hier nicht aussprechen kann, dass ich sie hier nicht umsetzen kann, weil hier ist es verboten, in diesem Gefängnis. Und dann wird ihnen auch immer mehr bewusst, die narzisstische Beziehung ist ein Gefängnis, auch wenn es da positive Dinge gibt vielleicht. Die Vergiftung überwiegt. Vielleicht ist es so, dass sie sagen, es hält sich jede Waage, so viel Vergiftung ist nicht, oder ich halte viel Gift aus, ja, und ich bin eh resilient. Okay, gut, ja, dann geht schon noch eine Zeit, aber irgendwann steigt der Vergiftungslevel und irgendwann müssen sie entgiften, ja, irgendwann müssen sie raus, es hält keiner aus auf Dauer. Möglichkeit ist natürlich, dass der Narzisst merkt, er vergiftet seine Partnerin, seinen Partner und ändert was und vergiftet nicht mehr so seine Umwelt und vor allem eben der am nächsten ist. Also so ähnlich wie beim Passivrauchen. Ja? Wenn ich mit einem Kettenraucher zusammenlebe, kann es gut sein, dass ich auch Lungenkrebs kriege, weil ich einfach mehr inhaliere oder gleich viel inhaliere wie wie mein Partner der Kettenraucher ist. Und so ähnlich ist beim Narzissmus. Ja? Ich bin dauernd passiv narzisstisch im Inhalieren des Narzissmus. Und deshalb ticke ich dann auch so wie ein Narzisst. Und auch jetzt ist mir eine Patientin, die nie narzisstisch war, die aber jetzt mit einer narzisstischen Freundin sehr eng ist und sehr intensiv im Austausch ist und auch sehr viel Gefühle austauscht, die wird jetzt mehr und mehr narzisstisch. Also die lernt das richtig, die inhaliert das richtig und sie entwickelt sich richtig jetzt zu einer späten Narzisstin. Keine frühe Narzisstin, weil das bringt einem schon die Mutter bei, wie man narzisstisch tickt, ja. Aber man kann auch später Narzissmus lernen. Man kann es auch vom Chef lernen, um Karriere zu machen, ja. Also das ist schon eine Verhaltensweise, die man sich angewohnt, ja. Und wenn man narzisstische Persönlichkeitsstörung dann hat, dann hat man die Verhaltensweise so internalisiert, dass es einem gar nicht mehr bewusst ist, aber dass das sehr, sehr authentisch rüberkommt, dass es wie die zweite Haut ist. Und man lebt das dann so intuitiv und kann gar nicht das nicht empfinden. Deshalb wieder ganz wichtig, Narzissten-Detox auch für Narzissten selber, wenn sie merken, ich bin Narzisst und ich will auch mich von meiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung entgiften, oder ich will mich von meiner co-abhängigen narzisstischen im Empfinden rauskommen, ja, und da ein Detox machen. Erkennen, wie sie ticken. Andere Leute fragen, wie sie ticken. Und fällt mir auch ein Beispiel ein, wo eben die Mutter dem
dem Sohn schreibt, wo sie sich entschuldigt, wie sie ihn eigentlich in den Narzissmus reingeführt hat. Und er schreibt ihr zurück, ja, das ist mir eh bewusst, dass ich jetzt so bin, aber jetzt bin ich so und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Aber ich bin schon mal froh, dass du es mal zumindest erkennst. Vielleicht bin ich irgendwann mal so weit, auch rauszukommen. Und wie ist diese Mutter rausgekommen? Indem sie eben bei mir Therapie gemacht hat und indem sie erkannt hat, dass ist Wahnsinn, ja, ich habe nicht nur meinen Sohn zum Narzissten gemacht, sondern auch rundherum andere. Und das merke ich gar nicht, ja. Also, und jetzt merke ich's und jetzt will ich mein Verhalten ändern. Jetzt will ich da raus, ja. Und wie komme ich da raus? Indem ich es erkenne, indem ich mein Verhalten umgewöhne und indem ich das als ungutes, schädliches Verhalten erkenne und das nicht wieder tue, weil es ist natürlich so angewohnt, es tut sich total leicht, das wieder zu tun, ja. Das ist wie wenn ich nicht nachdenke, dann bin ich so. Aber das ist genau der Punkt, zu erkennen, na, ich will so nicht mehr sein, ich will mir mein Verhalten abgewöhnen. Und das braucht ein Stück Zeit. Was gibt's noch für Vergiftungsmöglichkeiten, indem ich ständig mir denke, wenn ich alles tue, so wie es der Narzisst will, dann haben wir es geschafft, dann haben wir eine gute Beziehung, dann ist er zufrieden, dann sind wir eine glückliche Familie. Und dann wäre ich immer noch mehr vergiftet, es geht mir immer noch schlechter, ich werde immer noch mehr Gehirn gewaschen. Vergiss es, da komme ich nie raus, da wird es nur schlechter. Der Narzisst muss merken, dass das, wie es er lebt, nicht hilfreich ist, dass er sein Verhalten ändern muss. Und die anderen, die noch erkennen, dass in dieser verpesteten Luft man nicht gut leben kann, die müssen sich eine gesunde Luft suchen. Und dann kommt vielleicht der Narzisst nach in die gesunde Luft und kann nicht mehr so viel verpesten, weil es ja dann auch in einer anderen Atmosphäre ist. Weil alle sagen, wir wollen das so nicht. Wir sind ganz bewusst so, dass wir uns da nicht reinlassen wollen. Also Sie sehen, Entgiftung ist total wichtig und versuchen Sie, dieses Narzissmus-Detoxing immer mehr auch für sich in den Blick zu nehmen. Eine Hilfe dazu ist der derzeit laufende Kongress bei Narzissmus. Unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link dazu. Er ist kostenlos. Jeden Tag kann man sich die einzelnen Vorträge anschauen. Ich bin auch dabei. Und ich freue mich, wenn Sie da auch sich auch fit machen, auch aus unterschiedlichsten Aspekten. Und sind natürlich unterschiedliche Vortragende, aber es geht darum, dass Sie für sich eine Haltung finden, wie ich mich schützen kann, wie ich rauskommen kann, wie ich wieder ich werden kann. Das wünsche ich Ihnen und dazu dient auch dieser Kongress, dazu gibt es ja auch eh so viele Hilfen, aber holen Sie sich bitte Hilfe, ja, noch dazu, wo es so viele gratis Unterstützung gibt, ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da rauskommen aus dieser inneren Vergiftung und in eine neue Freiheit, in ein neues gesundes Leben für sich hineinkommen. Unten in der Videobeschreibung der Link, herzliche Einladung dazu.